Hey Freunde, kochen nach Bertelsaat. Der Herbst zieht ins Land, auch bei uns vielleicht noch ein bisschen früher als im Tal. Und das ist meine Zeit, da fängt meine Grillsaison an, weil es draußen nicht mehr so warm ist. Wir haben jetzt leichten Wind, 16 Grad, da ist richtig angenehm. Und ja, jetzt habe ich was vorbereitet. Zu jedem Griller bzw. Barbecue darf natürlich die Barbecue-Soße nicht fehlen. Und wie man diese Barbecue-Soße macht nach Bertelsaat, das zeige ich euch jetzt. Schauen wir uns einmal die Zutaten an. Was verwenden wir dazu? Wir verwenden dazu ein alkoholfreies Malzbier. Wir haben da drinnen, kann man natürlich frisch eine halbe Chilischote verwenden, habe ich jetzt leider nicht. Wir haben also einen halben Teelöffel Chili, einen halben Teelöffel Cayennepfeffer. Wir haben 2 Esslöffel Tomatenmark, Apfelessig bzw. Hellen Weinessig kann man verwenden, einen Esslöffel. Wir haben einen Esslöffel Paprikapulver. Wir haben je einen Teelöffel Salz, Pfeffer, Knoblauchgranulat und Zwiebelgranulat. Und wir haben einen Esslöffel Honig. Und das werden wir jetzt untereinander mischen und aufkochen lassen. Bleibt's dran! Mir gefällt das draußen Kochen extrem gut. Zünden wir mal als erstes den Gaskocher an. Kleiner Tipp, wenn der Wind geht, natürlich aufpassen, dass einem nicht der Cayennepfeffer ins Auge fliegt. Oder der Chili. Na, wenn ihr das riechen könntet, das ist jetzt schon der helle Wahnsinn. Ja Freunde, jetzt können wir uns ein paar Minuten Zeit lassen. Jetzt kochen wir das Ganze ein, dass es nur mehr die Hälfte an Flüssigkeit beinhaltet. Tja Freunde, so wechselt man von außen nach innen. Ich habe leider flüchten müssen. Es sind jetzt zum Schluss 8 Wespen gewesen, die zeitgleich auf mich eingeackert haben. Und ja, bevor ich mich stechen lasse, bin ich jetzt reingegangen in die Küche. Ich kann ja durchs Fenster auch das Panorama genießen. So, jetzt haben wir es fast fertig einreduziert. Und ja, jetzt lassen wir es dann so auskühlen. Freunde, ihr seid jetzt live dabei. Ich habe euch da ein bisschen Sauce drauf gegeben. Dass ihr seht, von der Konsistenz her wird es natürlich, wenn es noch mehr auskühlt, noch fester. Aber ihr seid jetzt live dabei beim Geschmackstest.
geil. Ich persönlich würde jetzt die Sauce verwenden, um ein Händel zu bestreichen, zum Grillen dann. Oder einfach, wenn man Händelfleisch isst, da diese Barbecue-Sauce dazu. Ganz genial. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es nach und lasst euer Landlet lachen. Servus!